Sechs Jahre nach der sogenannten Sex-Video-Affäre hat der Prozess gegen den französischen Fußballstar Karim Benzema begonnen. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, 2015 in die versuchte Erpressung seines damaligen Kollegen in der französischen Nationalmannschaft, Mathieu Valbuena, verwickelt gewesen zu sein. Ihm drohen bis zu 5 Jahre Haft. 4 weitere Angeklagte müssen sich wegen der versuchten Erpressung Valbuenas vor Gericht verantworten. Sie sollen versucht haben, mit einem Sexvideo von Valbuena von diesem Geld zu erpressen. Zu dem Video waren sie durch den Datentransfer zu einem neuen Telefon gekommen. Diese Affäre ist jetzt 6 Jahre her. Ich sehe, dass alle hier sind, außer Karim Benzema, der fehlt. Das ist schade, aber so ist es eben. Wir spielen das jetzt bis zum Ende durch. Ich versuche jetzt seit 6 Jahren, das hinter mich zu bringen. Ich werde so lange hier sein, wie es eben dauert, bis ich das hinter mich gebracht habe. Benzemas Anwalt erklärte, sein Mandant könne aus beruflichen Gründen nicht vor Ort sein.